Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus erster Quelle, dem Magazin Ihrer Wasserwerke Westerzgebirge. Ein neues Jahr bringt auch immer preisliche Veränderungen für die Verbraucher mit sich. Bei den Wasserwerken Westerzgebirge war das zum Jahresbeginn genauso. Allerdings, und das dürfte die meisten freuen, im positiven Sinne. Vieles wird teurer, nur das Trinkwasser nicht. Diese Botschaft freut vor allem die Kunden der Wasserwerke Westerzgebirge. Denn das Trinkwasser wird in 2014 genauso viel kosten wie auch im Jahr 2013. Wir werden keine Gebührenerhöhungen durchsetzen müssen. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Auch im Wasser haben wir natürlich den demografischen Wandel, der auf uns wirkt. Es werden immer weniger Einwohner hier im Gebiet. Andererseits muss man sagen, die Industrie und Gewerbe hat etwas zugelegt, sodass wir also mit einer relativen konstanten Größe in die nächsten Jahre hineingehen können. Auf die Kunden kommt somit beim Trinkwasser, egal für was sie es verwenden, in den kommenden 5 Jahren voraussichtlich keine Gebührenerhöhung zu. Noch besser gestaltet sich die Gebührenentwicklung beim Abwasser für die Kunden der Wasserwerke Westerzgebirge. Pro Kubikmeter gibt es hier eine Senkung der Entgelte. Wir haben zum 01.01.2014 die Gebühren im Abwasser senken können, und zwar im Vollanschluss um 5 Cent und beim Teilanschluss, also bei denjenigen, die jetzt nicht voll an eine Kläranlage des Verbandes angeschlossen sind, aber am Netz, immerhin eine Senkung von 30 Cent, wenn man keine vollbiologische Kleinkläranlage hinter hat, oder um sogar 50 Cent, wenn man eine Kleinkläranlage mit vollbiologischen nachgerüstet hat. Eine solche erhebliche Gebührensenkung gelingt zum Beispiel durch den Einsatz effizienter Techniken bei den Wasserwerken Westerzgebirge. Energieoptimierung und eigene Energieproduktion lauten die Schlagworte. Für Ersteres stehen seit einiger Zeit moderne und energiesparende Pumpen bei der Abwasserbehandlung. Sie brauchen bis zu 20% Energie weniger als die alten. Hinzu kommt der Einsatz von neuen Belüftungsanlagen im sogenannten Belebungsbecken, die ebenfalls zur Energieersparnis beitragen. Energie wird auf dem Gelände der Zentralkläranlage in Schwarzenberg seit Ende Januar aber auch selbst produziert, mit Hilfe von Klärschlamm. Das heißt, wir produzieren aus dem Schlamm Methangas, und dieses Methangas wird verbrannt bei uns hier nicht im Blockheizkraftwerk, sondern in 2 Mikrogasturbinen. Und aus diesen Mikrogasturbinen gewinnen wir Elektroenergie und Wärme. Mit mehr als 95% wird diese erzeugte Wärme künftig den Bedarf der Zentralkläranlage in Schwarzenberg decken. Beim benötigten Strom sind es fast 2/3 des Bedarfs, die in Zukunft selbst produziert werden. Investitionen in die Zukunft bei den Wasserwerken Westerzgebirge. Sie helfen, Energie selbst zu erzeugen und diese damit auch im Sinne einer stabilen Preispolitik für Verbraucher einzusetzen. Bis voraussichtlich 2019 sind somit die Preise stabil für die Kunden. Das war's schon wieder für heute. Bis zur nächsten Ausgabe von Aus erster Quelle. Tschüss und auf Wiedersehen.